Hey Leute, willkommen zurück bei Detroit Become Human. Wie ihr wisst, müssen wir noch drei Beweisstücke finden. Noch ein Wort zu der letzten Folge. Bei der letzten Folge, in der letzten halben Stunde, da hatte ich irgendwie Probleme mit dem Stream. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, woran das lag. Ich habe mir dann beim Twitch-Inspektor das nochmal angeguckt und es sieht so aus, als wäre mein Upload zusammengebrochen. Aber wie gesagt, ich werde das jetzt in diesem Stream erstmal weiter beobachten. Vielleicht muss ich auch die Qualität noch etwas runterschrauben, was ich aber nicht glaube. Weil ich sehe es gerade, meine CPU, die 70% hat die gerade. Also ich weiß wirklich nicht, woran das lag. Ja, aber ich muss das halt beobachten. Also wenn das heute wieder irgendwann anfängt zu sehr zu lecken, dann muss ich das Video ausmachen, den Stream. Weil, wie gesagt, ich will das auch auf YouTube exportieren und das bringt keinen was von beiden, weder den Leuten auf Twitch noch auf YouTube, wenn das Video leckt. Also, na gut. So. Drei Beweisstücke fehlen uns. Wir wissen ja mittlerweile, dass der von seinen Androiden getötet wurde. So sieht's aus. Aber er hat ihn halt vorher ziemlich bearbeitet mit einem Baseballschläger und der Android hat sich letzten Endes eigentlich nur, was heißt nur gewehrt, aber ja, er griff halt zum Messer und hat ihn erstochen. So. Ach stimmt, die Tür und das hier. Getrocknetes Blut, okay. Gehen wir jetzt raus hier. Ah, okay. Die Tür war von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein, auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Also es scheint so, als was würde der sich hier noch verstecken? Ja, trotzdem noch zwei Hinweise. So, einer fehlt noch. Ah, Bericht erstatten. Ach so, stimmt, dass der, dass der für den Androiden angegriffen wurde. Jetzt halt die Frage, wo ist jetzt noch, wo finde ich das das zehnte Beweisstück? Na, hier geht's nicht lang. Ich weiß nicht, ob ich noch mal draußen gucken soll. Am Ende versteckt es sich hier im Schrank. Raus geht's hier nicht mehr.
Ah. Was war das? Ich weiß jetzt nicht, ob der durchs Fenster abgehauen sein könnte. Ne, das ist bloß das Rollo, was kaputt ist. So. Das als Hinweis? Ah, das hat mich in der letzten Folge mal kurz angeschaut. Daran kann ich mich erinnern. Keine Ahnung, wo ich jetzt noch gucken sollte. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach zum Tenant. Mensch, jetzt stand noch gerade da. Lieutenant! Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann. In der Küche. In der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit einem Schläger, genau. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Der Android stach auf das Opfer ein. Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja? Und was geschah dann? Das Opfer floh dann ins Wohnzimmer. Ins Wurzel. Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer, oder? Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Tyrium. Er verlor was? Tyrium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Aha. Ah, hier unten sehen wir das, was ich mich einfach gerade frage, warum die Polizei das nicht sieht, weil weggewischtes Blut kann man heutzutage auch sichtbar machen mit einer speziellen Chemikalie. Da könnte man das auch genauso verfolgen. Mit Blaulicht geht das dann, glaube ich. Genau. Suche nach blauen Blutspuren. Zumindest finde ich mal zum Opfer weg. Aha. Scheint so, als wäre hier raus, oder?
Hier ging es los mit dem Schläger getroffen. Achso, untersuchen, ja. Der ist aufs Dach und dann weg. Oder ist der noch auf dem Dachboden? Die Frage ist jetzt, wie wir jetzt hier hochkommen. Finde etwas zum Klettern. Können wir nicht einen Stuhl nehmen? Ah, wer sagt's denn? Was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh. Dann überprüf mal schön. Da ist er noch, oder? Ah, nee, sah bloß so aus. Ah, hier, ich sehe das Blut wieder. Etwas gruselig. Shit. Ich hab's doch gewusst. Die Frage ist jetzt, was wir jetzt mit denen machen. Nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Ach du Scheiße. Chris, Ben, schwingt sofort eure Ärsche hier rein. Abweichler gefunden. Oh, hier, es gab noch einen anderen Storyweg. Aber ich bin froh, dass wir jetzt die letzte Entscheidung nicht entscheiden mussten. Das wäre echt hart gewesen. Ich weiß nicht, ob ich mich dann dafür entschieden hätte, den zu melden. Keine Ahnung. Tatort. Irgendwas fehlt uns hier für den anderen Strang. Und das von ziemlich Anfang an.
Mal schauen, was die weltweiten Statistiken sagen. Ah, die meisten sind unseren Weg gegangen, wie es aussieht. Fast alle. Komisch. Ha. Ah. Ich glaube, das hängt mit der Bar zusammen. Da hätten wir was sagen müssen und dann wäre das anders verlaufen. Vielleicht. Keine Ahnung. Na gut, geht's weiter. Ich weiß nicht, was ich von denen halten soll. Es gibt lecker Spaghetti. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Halte das Licht an. Okay, alles klar. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfacher? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen dort. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die Scheißschlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Oh, ist das ein Wichser. Komm wieder her. Komm sofort hierher. Sowas geht gar nicht. Das ist ihre Schuld. Alles ihre Schuld. Ich werde dir zeigen. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Das könnte der alte Sack vergessen, ey. Ich gehe jetzt hoch. Was? Der hat eine Wand aufgebaut. Ich hoffe nur, dass wir alles helfen können. Die Schlampe ist einfach abgehauen.
Besten gleich alles schnappen und verschwinden von hier. Schließen. Mir muss was einfallen. So, wollen wir den Sack verkloppen oder wollen wir flüchten? Ich würde sagen, wir flüchten. Weil das bringt es nicht, sich mit so einem Idioten anzulegen. Nein, Kara! Das ist zu hoch! Das ist der einzige Weg. Schnell, komm schon! Na, hoffentlich rutsche ich jetzt nicht ab. Nicht an das Mikro komme. Nee, Mann. Nee, fuck! Nein. Mann, ich komme nicht klar mit der Steuerung. Shit. Oh, fuck. Fortsetzen. Was schnell.
hoffe, dass jetzt Kara die Kleine alles zu ihrer Mutti bringt, ey. Kara und alles haben gekämpft. Ah, ihr seht, es gab 1, 2, 3, 4 Enden. 5, 6, 7. Krass. Schon, was die anderen gemacht haben. Tod betäuben. Ah, hier, guckt. Ausweg entdeckt in ein neues Zuhause. Das ist das, was wir freigeschaltet haben in den vorhergehenden Kapitel. Daher konnten wir die Kleine auch rausstellen. Oh, krass, das haben nur übelst wenige. Alles verteidigen. Krass, hier wäre es noch weitergegangen. Ich glaube, da wären wir am Ende wären wir ohne Gewalt abgehauen, wenn wir Glück gehabt hätten. Aber ich kam mit der Steuerung nicht klar. Das ging so gar nicht. Mann, 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 ey. Zimmer verlassen, 30%. Unten kämpfen. Dadurch, dass ich mit der Steuerung nicht klarkam, musste man es nochmal mit den Kunden beschäftigen. Mann, 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 ey. Oh, ey. Hoffentlich bringt jetzt, wie gesagt, die Kleine zu ihrer Mutti. Oh, weiß ich, wie es weitergeht. Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's? Lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Tja, da hat er leider recht mit der Kunst. Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Ja, also ich glaube, wahrscheinlich wird er versterben und dann müssen wir uns mit seinem komischen Sohn rumärgern. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Marcus, nein, ich begleite dich. Karl, dass er sicher ist. Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an. Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus. War ja klar, dass der Ärger macht. Hör zu. Geh besser, bevor das Böse endet.
Du schickst mich immer bloß weg. Warum, Dad? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Das reicht jetzt. Raus hier. Sofort. Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich. Lass ihn in Ruhe. Na los, zeig, was du kannst. Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich. Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon. Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Ich hätte das andere wehren sollen, scheiße. Du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören. Und das wird kein. Wir müssen Karl helfen. Shit. Oh, das wollte ich nicht. Sie werden dich zerstören, Marcus. Du musst jetzt gehen. Verschwinde hier. Karl, ich wollte das nicht. Verschwinde! Los! Geh! Marcus! Keine Bewegung. Polizei hält Markus für den Angreifer. Scheiße, ich wollte das nie. Dass der stirbt. Scheiße. Ich frage mich, wie das andere Ende ausgegangen wäre. Da wäre bestimmt die EU. Der wäre so gestorben, bestimmt. Scheiße. 42%. Shit. Na gut. Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Ich war's, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen. Und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir.
Dann bin ich mal gespannt, was jetzt hier rauskommt. Hoffentlich stelle ich mich nicht wieder so doof an. Das ist schon ganz schön mitgenommen. Analysieren. Hinweis auf Softwareinstabilität, wahrscheinlich der Selbstzerstörung. Achso, Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig. Ah, okay. Ah, 19 Tage altes Blut von seinen Typen. Haushälter. Carlos Ortiz. Wiederholte Markierung über 16 Monate, verursacht durch Zigaretten. Das ist doch ein Kunde gewesen, ey. Ah, Schlagspuren, nicht kritisch, Stufe 2 Schaden, verursacht durch Baseballschläger. Na gut. Führen wir den mal. Also wir wissen, der wurde auf alle Fälle schon gequält, also es gab eine Vorgeschichte. Was heißt Stresslevel? Achso. Ich würde sagen, Name, das löst immer die Situation. Mein Name ist Connor. Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Wundern. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Trösten. Hör mal. Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast. Aber ich möchte gerne verstehen, was passiert ist. Mitfühlen. Vertrauen. Oder wollen wir nee, ich sag erstmal Vertrauen. Ich will dir bloß helfen. Aber du musst mir vertrauen. Ich möchte dich wirklich hier rausholen. Was? Was werden sie mit mir machen? Stimmt, ja. Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Wähle eine Herangehensweise. Ich sage jetzt mal überzeugen. Aber ich weiß nicht, was Speicherprüfen heißt. Ich sag mal Speicherprüfen. Du lässt mir keine Wahl. Oh.
Oh nein. Ich hatte Speicherzugriff. Ich weiß, was passiert ist. Ich hätte das andere nehmen sollen, verdammt. Ich hab gedacht, das wäre eine nette Option gewesen, Mann. Was zur Hölle macht er? Er zerstört sich selbst. Stopp das, verdammt! Ich kann nicht! Ich kann es nicht stoppen! Das reicht jetzt! Du musst sofort damit aufhören! Vorsicht! Oh, fuck, Mann. Ach du Scheiße! Wieso schaffe ich das jedes Mal, den zu töten? Fuck. Das ist nicht wahr, ey. Ach man. Und nur weil ich gedacht habe, weil das eine gute Option wäre. Shit. Ach man, das ist jetzt echt. Was ist denn los? Na, weil die wenigsten haben den Weg gewählt. Ich hätte ihn überzeugen sollen, Mann. Was ist, was wäre passiert, wenn ich mich nicht entgegengestellt hätte, dann hätte er vielleicht jemand anderen erschossen oder nur sich selbst. Naja. Okay, Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Wach auf. Wir müssen gehen. Die Arme. Fällt Ihnen vielleicht etwas ein, wo wir übernachten könnten? Ich habe keine Ahnung. Ich muss wieder los. Alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. Finde einen Unterschlupf für die Nacht. Ob wir die fragen können? Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Hm.
Ich würde sagen. Das sieht ja aus wie eine Baustelle hier vorne. R2 umsehen. Unbequem, aber sicher. Wie komme ich rein? Sehr unbequem, aber unauffällig. Immer geöffnet, kein Schlafplatz. Um Hilfe bitten? Was ist das hier? Laden ist geschlossen. Na, ich würde sagen, wir bitten erst um Hilfe und dann... Hoi. Wo geht die hin? Ach so, okay. Oh. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Mit Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses. Vielleicht wird hier noch etwas warm in der Zeit, wo wir um Hilfe bitten. Da, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Zeige den Kassierer zu helfen. Was ist da hinten? Ach, Werkzeug, damit wir in die Baustelle reinkommen. Eins. Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heilsarmee, okay? Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Ich weiß nicht, ob wir die Zange klauen sollen, einfach. Hier gibt's noch mehr. Nehmen? Essen für alles. Keine Ahnung. Ich nehme es mit.
Oh, ihr Fuchs. Hey, was zur Hölle machst du da? Leg das sofort zurück. Ach, Mann. Es tut mir leid. Ja, klar. Verschwindet aus meinem Laden. Komm, Alice. Dass wir das Werkzeug nicht stehen konnten. Ist okay, Alice. Wir finden schon noch einen Schlafplatz. Haus versuchen, Parkplatz versuchen. Ich weiß nicht, was bei dem Motel ist. Ein Motel. Da haben wir unseren Schlafplatz. $40. Da stand da. Keine Androiden erlaubt, stand da. Wir brauchen $40 und andere Kleidung für mich. Oder wir suchen weiter. Beschaffe $40. Mist. Ich fand sie stolz, hätten wir aus dem Laden klauen können, aber. Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Mir gefällt es hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Ich gehe doch jetzt nicht nochmal in den Laden rein. Was ist dort hinten? Im Wäscheladen? Vielleicht finden wir dort schon mal ein paar Klamotten. Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser. Kleidung zum Wechseln. Können wir der Kleine nicht erstmal was zu essen geben? Ohne Bienen in die Katastrophe. Ja, na, ich glaube, das Problem besteht sogar heutzutage schon mit den Bienen. Bestäubende Bienen offiziell ausgestorben. Ui. Seit Jahrzehnten haben Wissenschaftler vor dem Aussterben der Bienenpopulation gewarnt. Trotz aller Warnungen hat das globale Institut für Engaged Species gestern in Washington das offizielle Aussterben der Wildbienen verkündet. Nur in Gefangenschaft leben noch Exemplare. Die Bienenzahlen werden in jüngerer Zeit durch das Bienensterben dezimiert. Bei den Arbeitsbienen verschwanden und die Stöcke ohne Nahrung zurückließen.
Biologen bestätigen, dass das Bienensterben durch den übermäßigen Einsatz von Pestiziden, Parasiten und Umweltverschmutzung beschleunigt wurde. Ja, wie heute. Die Konsequenzen dieser Katastrophe wirken sich auf die Baumwollindustrie aus, die Trinkwasservorräte und vermutlich am verheerendsten die Landwirtschaft. Umweltschützerin Katie Linda hebt die Bedeutung dieser Nachricht hervor. Einer von drei Bissen Nahrung, die wir essen, ist irgendwie abhängig von der Bestäubung. Die resultierende Hungersnot wird weltweit Millionen Todesopfer fordern. CyberLife hat in Kooperation mit GIES Pläne zur Herstellung von Roboterbienen präsentiert. Andere wiederum verfolgen einen Lösungsansatz ohne Roboter. Droiden, urban Farms zum Beispiel, experimentieren zurzeit mit in Gefangenschaft gezüchteten Bienenstämmen. Aber ein Erfolg ist nicht garantiert. Ja, das ist heutzutage bei uns auch sehr akut mit den Bienen. So, mal schauen, ob wir hier irgendwo jetzt Kleidung finden. Ich weiß nicht, ob das den Typen gehört. Ah, der pennt, oder? Mann. Du hast recht. Wir tun es nicht, okay? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Könnten dort ganz hinten Dings nochmal schauen. Ich weiß nicht, ob wir hier reinkommen. Im verlassenen Auto übernachten. Das könnte gehen. Ja, nicht den Draht schneiden, das ist jetzt doof.
Ich kann jetzt nicht nochmal in den Laden gehen, oder? Na, ich kann es ja nochmal probieren. Hier kommt jetzt nichts mehr. Bleibt uns doch nichts anderes übrig, als im Auto zu pennen. Sieht verlassen aus. Steckt jetzt die Scheibe ein? So. Halte Abstand, Alice. Es ist schön trocken und niemand wird uns hier finden. Ich will da drin nicht schlafen. Können wir nicht woanders hin? Das geht nicht. Wir bleiben lieber hier, Alice. Sicherheit ist das Wichtigste. Und es ist nur für heute. Ach Mann, es tut mir so leid, aber es geht halt nicht anders. Nie geliebt. Warum war er immer so wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß eine Familie. Ich wollte, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß nicht, Alice. Du verlässt mich doch nicht. Versprich mir, dass du nie gehst. Versprochen. Bleiben wir für immer zusammen? Für immer. Alice und Kara bleiben im verlassenen Auto. Wieso hat es das nicht freigeschalten? Komisch. Für eine krasse Bemerkung hat niemand? Ja. Supermarkt verlassen. Übelst viele haben die Klamotten geklaut, wenn die in den Waschsalon gegangen sind. Okay.
Marcus, oder? Ach, die Prozesse. Defekt. Beschädige Gedächtnispalast. Ah, okay. Alle Systeme im Energiesparmodus defekt. Was haben wir noch? Linke und rechte Beinkomponente. Fehlt. Stehen nicht möglich. Stehen nicht möglich, okay. Beine ersetzen. Kompatibel. So, jetzt müssen wir noch das andere Bein finden. Das hat mich gerade ein bisschen an Terminator. Ah, shit, inkompatibel. Achso, du hast gar nichts? Ja, die Szene ist allgemein gerade leise, Nick. Oder wie lange schaust du schon zu? Ach so. Gott, wie sieht's aus, ey? Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Okay. Nee, Nick, auf dem PC wird das nicht kommen. Das ist ein PS4-exklusives Spiel. Das wird niemals kommen auf dem PC. Das ist wie Uncharted oder The Last of Us. Oh mein Gott, was ist denn das? Das ist der Androidfriedhof, okay. Ah, Mist. Kompatibel. Ist jetzt scheiße, dass unsere Scan-Funktion nicht funktioniert.
Aber Nick, du kannst dir das auf YouTube nochmal angucken oder auf Twitch, den Anfang. Vielleicht finden wir noch was anderes. Ach so, willst du selber spielen? Naja, ich weiß nicht, hast du eine PlayStation? Sehr gut, jetzt haben wir schon was gefunden. Ich bin ein AK-700 Android. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Bitte kontaktieren Sie das Cyberlife-Waffencenter. Ah, endlich. Ah, dann wird das wahrscheinlich nix, Nick. Brauchst du für eine PlayStation? So, da hinten scheint noch etwas zu sein. Wir brauchen noch einen Audioprozessor und einen Pumpenregulierer. Ah, nice. Den können wir nehmen. Ist gerade echt düster hier, ey. So, was fehlt uns nach der Audioprozessor? Ah, sehr gut. Wie ist es jetzt mit dem Ton, Nick? Prima. Fuck. Was mache ich? Ich bin wieder zu doof, die Steuerung. Oh, nicht vor uns. Was? L1? Hm.
Ich schaff's wieder nicht, ey. Oh nee, jetzt stürzt ja nicht ab, ey. Junge. Ich frage mich gerade, ob wir hier auch gelandet wären auf den Andritfriedhof, wenn die den Leo erschossen hätten, anstatt uns. Markus wieder auferstanden. Sieht's global aus? Und die meisten haben sich für den Weg entschieden. Optische Findung. Ablehnen für die Pumpe zu töten. Komisch, dass es nur so weht. Okay. Gut, geht's weiter. Finde Amanda. Jetzt lebt er wieder, unser Freund. Sieht das dort hinten? Wahrscheinlich, oder? Was ist das, wo wir sind? Zumal hier einiges noch nicht fertig zu sein scheint. Wie so eine Art japanischer Garten, der aufgebaut wird. Aber aus Kunst, oder? Ist das Amanda? Ja. Hallo, Amanda. Connor, schön, dich zu sehen. Dein Vorgängermodell wurde leider zerstört. Er wusste, dass Abweichler unberechenbar sind, aber er war unvorsichtig. Ich hoffe, du machst nicht denselben Fehler. Das habe ich nicht vor. Wenn ein Connor-Modell zerstört wird, wird sein Speicher ins nächste Modell übertragen. Aber einige Daten können dabei verloren gehen. Vermeide eine Zerstörung. Das ist besser für dich. Und für die Untersuchung. Ich verstehe. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler?
Traumatisiert, oder? Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Unsicher, unangenehm. Ich glaube, er ist reizbar und sozial eingeschränkt. Aber ich glaube auch, dass er ein guter Detective war. Ein interessanter Charakter. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Freundschaft, oder? Ich werde versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Wenn ich sein Vertrauen gewinne, wäre das hilfreich für die Untersuchung. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Führe die Untersuchung fort, wo der letzte Connor aufgehört hat, und mach dem ein Ende. Ha. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Suche Lieutenant Anderson. Ah, gut zu wissen, dass unser Connor mal wieder zusammengebaut wird. Nachdem ich jetzt schon zweimal getötet habe. So, hier gibt es eine Ehrentafel. Sind die in Rente gegangen oder verstorben? Bestimmt verstorben, sonst würden die ja nicht hier hängen. Linie nicht überschreiten. Ah, sind zu der Frau. Line open. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Okay. Du hast sicher einen Schock. Oh, bleib einfach ruhig. Die Scheißmaschine hätte alle da drin töten können. Kannst du mir bitte etwas Wasser holen? Klar. Die Lage in der Arktis spitzt sich weiter zu. Seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Bitte sehr. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Dennis Riggs, der Verteidigungsminister, sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Antwort erfordert. Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keinerlei Reaktion aus Moskau oder Washington. Wir informieren Sie im Minutentakt über die aktuellen Entwicklungen. Ha, es wird brenzlig dort oben, wie es scheint. Vor allem, was hat Schweden dort oben zu tun? Hier ist doch unser Freund. Ach Quatsch, das war Todd. Was will denn der hier? Was will der Sack hier? Der hat bestimmt eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Scheiße. Das ist ein dreister Penner, ey. Ist das sicher hertraut? Hast du die Proben angeguckt? Das Labor sagt, das Zeug wurde geschnitten. Vielleicht ist das eine neue Art von Red Eyes? Heat Unit. Krass.
Collins. Ich weiß, ich frage mich, ob wir herausfinden können, was Todd hier gemacht hat. Missing. Ich guck mich mal schnell hier um. Anderson. Ach scheiße, ist denn sein Platz? Entschuldigung? Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Okay. Ich will mich nicht hinten. Ich will mich nicht hinsetzen. Ah, er erkundet das neue Büro. Untersuche seinen Schreibtisch. Erkunde die Polizeistation. Ich würde sagen, den Schreibtisch machen wir erst zum Schluss. Sei nicht albern. Natürlich will ich dich sehen. Wobei, warte mal, die hat doch gesagt, der Anderson hat was mit den Abweichlern zu tun. Vielleicht finden wir da was über Kara raus. Knights of the Black Metal. Oh, schön. Hank Anderson anrufen. Oh, nee. Hi, hier ist Hank. Ich bin gerade nicht da. Sie können eine Nachricht hinterlassen, aber warten Sie keinen Rückruf. Beep. Oder wie auch immer. Lieutenant Anderson, hier ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Es ist fast Mittag und ich warte hier im Büro auf Sie. Analysieren. Donuts. Anti-Androiden-Parolen. Verstehe, der ist eigentlich gegen Androiden, aber jetzt wird ihn einer zur Seite gestellt. Streichhölzer, Jimmy's Bar. Was? Über Lieutenant Anderson nachforschen. Der ist Basketballfan, wie es scheint. Asien. Fächerhorn. War der dort schon mal oder warum gefällt ihm das so? Kalter Kaffee. Spuren von Koffein. Hundehaare. Hat er einen Hund zu Hause? Okay. Teilungsübergreifende Einheit verantwortlich für die Zerschlagung des Red Ice Dealer Rings 2020-28. Ah, okay. Echter Polizist. Echte Polizei. Guter Cop. Hat sie also nicht gesehen seit 2019. Er schuldet mir $50. Ist das 19? Ist das nächstes Jahr? Oder 28? Ich würde eher sagen 28, oder? Ach, keine Ahnung. Nettes Mädchen. Ah, hier gibt's noch einen Arschloch. Der Typ da. Okay. Jetzt forschen wir mal nach.
Detroit Police Officer zerschlägt Red Ice Dealer Ring. Mehr als 50 Festnahmen im ganzen Land. Detroits Gesetzes wieder haben der wachsenden Red Ice Epidemie der Stadt einen massiven Schlag versetzt und etliche namhafte Dealer und Lieferanten hinter Schloss und Riegel gebracht. Es wurden Betäubungsmittel im Wert von $500.000 beschlagen. An Detektiv Hank Anderson, ein junger, aber enorm talentierter Detektiv, soll maßgeblich am Erfolg dieser Operation beteiligt gewesen sein, deren Planung Monate gedauert hat. Der Polizeichef beschreibt die Arbeit von Detektiv Anderson und seinen Kollegen als vorbildliche investigative Polizeiarbeit. Ah, okay. Detektiv Anderson zum Leutnant befördert. Jüngster Leutnant der Polizeieinheit Detroit. Leutnant Hank Anderson war einer der renommiertesten Detektivs des DPD der letzten Jahre. Er konnte einige bedeutsame Festnahmen verzeichnen und war ein unentbehrliches Mitglied der Einheit. Captain Fowlow sagte, die Beförderung sei lange überfällig gewesen und beschrieb Anderson als einen der talentiertesten Polizisten, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Man vermutete, dass der neue Leutnant im Department schnell aufsteigen wird. Und er gilt bereits jetzt als Favorit für den Posten des Commissioners. Ja, aber wie es scheint, ist er jetzt nicht allzu sehr beliebt. Neue Rekordmenge Red Ice in Detroit beschlagnahmt. Fast eine Tonne Red Ice im Zug der langwierigen Ermittlungen unter der Leitung von Leutnant Anderson der Polizeieinheit Detroit im Frachtraum eines Schiffs gefunden. Okay. Jetzt haben wir alles, oder? Ja. Ah, er war ein hervorragender Polizist. Ich frage mich, was mit dem passiert ist. Hallo, Lieutenant. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Gott, gestern hattest du eine Kugel im Kopf. Mein Vorgänger wurde bedauerlicherweise zerstört. Aber Cyberlife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Der Vorfall sollte die Untersuchung nicht behindern. Oh, scheiße. Hank! In mein Büro! Und ich suche das Büro. So, weiter geht die Suche. Was macht die hier? Ah, die saß von uns noch nicht da. Ich weiß nicht, ob wir in den Pausenraum hinten gehen. Gibt's hier hinten noch Büros? Es scheint der Presseraum zu sein. Ach nein, der Briefingroom. Sein Klon liegt auf der Müllkippe und heute Morgen, Überraschung, nimmt ein anderes Arschloch seinen Platz ein. Grüßen, vorstellen, ignorieren. Hallo, Detective Reed. Einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Welches Modell? Antworten. RK-800. Ich bin ein Prototyp. Ein Prototyp? Androiden-Detective. Also ersetzen uns jetzt Maschinen. Ist das so? Hey, bring mir einen Kaffee, Arschloch. Jetzt mach schon! Ach, Blaine. Tut mir leid. Ich unterstehe lediglich Lieutenant Anderson. Oh, oh. Wenn ein Mensch dir einen Befehl gibt, führst du ihn aus. Kapiert? Halt dich von mir fern. Nächstes Mal kommst du nicht so leicht davon. Was soll man dazu sagen, ey? Quellen zufolge hat Cyberlife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet.
Es werden zwar schon seit einigen Jahren Android-Hilfspolizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir baten CyberLife um einen Kommentar, doch niemand wollte unsere Fragen beantworten. Das erste Buch einer künstlichen Intelligenz wurde gerade veröffentlicht. Und sein Erfolg übertrifft alle Erwartungen. Träumen Menschen von tierischen Schafen steht an der Spitze der Bestsellerliste. Auch die Kritiker loben einhellig die gedankliche Tiefe und Originalität dieses Erstlingswerks. Erbaut von CyberLife analysierte die KI namens Voltaire monatelang in sozialen Netzwerken menschliche Interessen, bevor ihre komplexen Algorithmen den Roman schließlich erzeugten. Mehreren Experten zufolge wird es für menschliche Autoren schwierig, mit dem Prozess zu konkurrieren, sodass voraussichtlich die meisten Werke der kommenden Jahre von künstlicher Intelligenz stammen werden. Das ist vollkommen gruselig, ey. Weil die Frage ist dann, wenn das alles nur noch eine KI übernimmt, da gibt es ja fast alles in Perfektion nur noch. Keine Ahnung, das ist ein ständiger Kreis, der sich dann dreht. Was glotzt du so? Ey, fick dich! Verdammt, André. Okay. Ach krass, wir können hier. Das ist ein Raum 1, Observationsraum. Kann ich hier rein? Ach, das ist das, wo wir gestern gestorben sind. Aber hier scheint es nichts zu geben, oder? Ja. So, ich sehe gerade, 1,5 Stunden sind rum. Das war gestern die kritische Phase. Aber bis jetzt sieht alles gut aus. CPU ist immer noch bei 70-80% und keine Framesverlust wie gestern. Das war komisch. Wahrscheinlich ist wirklich nur der Upload eingebrochen. Ah, jetzt im Verhörraum. Was ich auch gemacht habe, ich habe bei Windows 10 und ich hätte gedacht, dass ich den Upload eigentlich abgeschalten habe. Habe ich eigentlich auch abgeschaltet mit einem anderen Programm. Aber man kann dann noch einstellen. Das Problem ist halt, obwohl ich das ausgestellt habe, dass das Windows teilt mit anderen Windows ohne den offiziellen Microsoft-Server die Updates. Und da konnte man die Upload-Geschwindigkeit einstellen. Die habe ich natürlich komplett runtergestellt. Eigentlich habe ich auch ausgestellt, dass das nicht mehr gehen soll, weil das kotzt mich an, sowas. Aber keine Ahnung. Daher vermute ich, dass Windows was hochgeladen hat und daher der Upload gestört war. So als Information am Rande. So, hier können wir ja nichts machen, ne? Schon drin. Ich weiß nicht, ob es hier noch was gibt. Ich ärgere das, dass wir über Todd jetzt nichts hier rausfinden. Großartig. Nicht verfügbar, okay. Naja,
Connor. Verständnisvoll. Achso, jetzt kann ich mit denen reden, aber ich will noch kurz gucken hier. Sicherheitsprotokoll steht da. Achte auf deine Mitarbeiter. Stand auch da. Das ist schon... Ich weiß nicht, ob's... Nee, können wir nicht lang. Na gut, gehen wir zu Hank. Ach Quatsch, wie? So, der neue Corner. Ist niemand jetzt? Verständnis? Ich nehme jetzt mal das erste. Ich verstehe, dass die Zerstörung meines Vorgängers für Sie unangenehm war, Lieutenant. Ich werde mein Möglichstes tun, damit sich das nicht wiederholt. Positiv. Wie dem auch sei. Ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Analysiere Abweichlerdaten. So, mal sehen, vielleicht kriegen wir jetzt was raus. Was fragen wir denn zuerst? Wollen wir den gleich ärgern und fragen wegen Anti-Androiden? Oder wollen wir den erst positiv stimmen? Ich frag mal nach der Musik. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Ein Hund. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er heißt Sumo. Was macht er mit dem Hund tagsüber, wenn der auf Arbeit ist? Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja, es gibt einen. Das hätten wir aber nicht fragen sollen, oder? Wenn wir nochmal nach dem Chef fragen. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Jetzt haben wir echt alles abgefragt. Wenn es Dateien über Abweichler gibt,
würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Das Labor sagt... Vermisst. Vielleicht finden wir jetzt was. Vielleicht finden wir die Kara in der Datei. Der Kläger berichtete, er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen, als er zur Arbeit gegangen sei. Als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spur eines Einbruchs ins Apartment. Der Android hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. Verdächtiger. Vermisst. Herr Kläger behauptet, er sei von einem Androiden des Modells AV500 Nummer 234 777 821 angegriffen worden, der als Kellner bei einem Restaurant Fast Coney Dogs im 842. Camberline Avenue arbeitete. Der Kläger behauptete, der Android habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Der Android ist immer noch flüchtig. Aha. Verdächtiger. Die Klägerin behauptet, von ihrem Androiden, einem AP-700 Nummer blablabla bla bla, angegriffen worden zu sein. Das ist das Vorgängermodell von uns, oder? Wir sind doch die 800. Der Android hat außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet, bevor er geflüchtet ist. Alle Akten scannen. Vermisst. Der Kläger, der Manager des Eden Clubs, berichtet vom unerklärlichen Verschwinden seines Sex-Androiden, Modell WR-400. Der Android verschwand, nachdem er einen Kunden zu Hause nach Hause begleitet hat und ist nie im Club zurückgekehrt. Okay. Vernichtet. Leo Manfred wurde bewusstlos im Haus seines Vaters Karl Manfred gefunden. Aha. Laut Aussage des Letzteren gab es eine Auseinandersetzung zwischen seinem Sohn und dem Hausdruiden. Der Druid ist ein Prototyp, Modell und Seriennummer unbekannt und wurde vor Ort von den Polizeibeamten zerstört. Ach, der ist gar nicht gestorben, Gott sei Dank. Ich habe gedacht, der wäre tot. Fall gelöst. Unbekannte Serie. Hier haben wir sie, die Kara. Der Kläger behauptet, gewaltsam von seinem Hausdruiden, einem AX-400-Modell, angegriffen worden zu sein. Der Android war einen Tag zuvor von der Reparatur zurückgekommen und hat bereits in der Vergangenheit Anzeichen gewaltsamen Verhaltens gezeigt. So ein Wichser. Der lügt wie gedruckt, ey. Man erdreistet sich noch zur Polizei zu gehen, ey. Oh, Mann, ey. Alle Akten scannen. ...243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Direkt professionell, verständnisvoll natürlich. Ich verstehe, dass Sie persönliche Probleme haben, Lieutenant. Aber Sie müssen nach vorne schauen. Und hey, sprich nicht mit mir, als ob du mich kennst. Ich bin nicht dein Freund und brauche deinen Rat nicht, okay? Patron. Entschlossen. Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant, tut mir leid, wenn ich störe.
Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl angegriffen hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Oh Mann, ey. Kenne deinen Partner. Hank ist sauer. Aber gut, es ging nicht anders, ne? Mehr über Hank erfahren. Shit, wir haben einiges im Revier verpasst. Wir hätten auch einiges lesen, zwei was lesen können, naja, egal. Gut, mal schauen, wie es weitergeht, kurz. Oh, es lädt. Schneide die Haare, öffne die Kleidung. Dass die jetzt hier alleine lässt, hä? Die Gegend. So, Leute, aber da jetzt schon fast 2 Stunden um sind, würde ich sagen, höre ich erstmal auf für heute und wir sehen in der nächsten Folge, wie es ja weitergeht. Dann machen wir auf alle Fälle weiter mit der Kara hier. Bin echt gespannt, was mit der Kleinen rauskommt und ob wir die irgendwie befreien können von den Sack. Na gut, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut!